Er ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Designer im deutschen Sprachraum. In den 80er Jahren wurde er mit seiner Mode und seinem eigenen Parfum berühmt. Wir treffen Wolfgang Job in seiner Villa in Potsdam bei Berlin zu einem ausführlichen Gespräch kurz vor seinem 75. Geburtstag. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu den ORF 3 Künstlergesprächen, heute mit Designer Wolfgang Job. Schön, dass Sie da sind und schön, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Ja. Wie würden Sie sagen, bin ich angezogen? Ist das okay? Todsicher. Ja. Da geht nichts verkehrt. Dunkelblau ist das bessere Schwarz, weil dunkelblau sieht auch feierlich aus, aber mehr so nach frischer Luft. Weil ein Schwarz kann auch schnell ein bisschen schmierig wirken und ein bisschen pseudo-intellektuell. Das wollen wir natürlich nicht. Aber die ganze Modebranche trägt natürlich Schwarz, deswegen bin ich auch ein bisschen allergisch. Ja. Weil die Modeleute schauen sich Farbe nur auf dem Laufsteg an. Zu Hause trauen sich das nicht. Man könnte ja gerade sagen, das Rot trägt man doch jetzt gerade nicht. Aber zu Schwarz sagt man das eben nicht. Ich habe auf ihre Karriere lange geblickt und mich viel mit ihrer Laufbahn beschäftigt. Und was mir irgendwie so ins Gefühl gekommen ist, dass das erfolgreichste künstlerische Produkt, das Sie in Ihrer Laufbahn, ich sage jetzt mal, vielleicht erschaffen haben oder gemacht haben oder kreiert haben, eigentlich Sie selber sind. Können Sie mit dem was anfangen, mit dem Gedanken? Es stimmt in gewisser Weise. Und es hat mich früher ungeheuer gestört, dass mein Bild, womit wir natürlich das Parfum beworben haben, das war A, preiswert, weil man muss ja Usages bezahlen, so heißt es. Usage, also Benutzungsgebühren jedes Jahr. Wenn du Claudia Schiffer hast als Model, dann zahlst du ihr ungefähr 100.000 Euro für das Modelgehalt, weil sie für eine Ware wirbt, also macht ja nicht ein Editorial. Und dann, wenn du im nächsten Jahr das Parfum noch verkaufst und sie behalten möchtest, musst du wieder 100.000 bezahlen. Also dieses Geld hat mir gespart und meine Fotogenität kam mir da sehr zugute. Aber es hatte auch einen Nebeneffekt natürlich. Man hatte, ja, mein großes Bemühen um künstlerisch wertvolle Dinge, die habe ich irgendwie überstrahlt oft. Und wie gesagt, alle waren oft an meiner Person mehr interessiert als an dem Ergebnis meiner Arbeit. Und deswegen tat es mir auch ganz gut, dass ich so verschiedene Dinge gemacht habe. Also als Modedesigner bekommst du viel Aufmerksamkeit im Anfang. Aber dann langweilt man sich schnell. Und man sagt nicht mehr, dieses junge Talent, das müssen wir unterstützen. Jetzt einmal ist das reiche, dumme Schwein, nicht wahr? Und dann ist er, wenn er immer dasselbe macht, ist er langweilig, ne? Wie bei Saint Laurent. Und wenn er immer was anderes macht, dann hat er keinen Stil, nicht wahr? Also sich auf dem dünnen Eis, was uns die Modewelt bietet, als Catwalk zu bewegen, ist wirklich sehr gefährlich. Aber genau das hat mir natürlich auch Spaß gemacht. Das Kompetitive, die Missgunst, die Eifersucht, all diese recht, wie soll ich sagen, vorzeitlichen Instinkte und Gefühle, die da ziemlich schamlos ausgetragen werden und an denen auch viele zerbrechen, wenn sie nicht hart geworden sind. Es ist ja ihr Name, allein durch die Marke Job, also das Job mit dem Ausrufezeichen, unfassbar bekannt geworden. Ja. Ja. Der Insider weiß, dass diese Firma Ihnen nicht mehr gehört, aber der Laie... Der Name gehört mir. Der Name ich gehört bin, natürlich ich bin Ihnen, das, was Job aber ist. Sie werden genau immer noch assoziiert mit diesem Schriftzug. Das ist auch das Schöne und das Erstaunliche, dass ich die Firma, die ich verkauft habe und damit auch gecashed habe, um andere Dinge zu machen, außerdem wollte ich partnerlos werden. Ich hatte eben drei Partner und das waren natürlich, wie man ja an dem Erfolg von Job gesehen hat, sehr ausgefuchste Geschäftsleute. Und irgendwann wollte ich einfach andere Wege gehen. Ich fühlte mich kreativ nicht geachtet und nicht genug herausgefordert auch. Irgendwann tröstet einfach der kommerzielle Erfolg einen Künstler nicht wirklich. Ich gehörte eben optisch zu diesem Jetzt-Head dieser Zeit, die ja auch fantastisch war. Aber emotional war ich auf all das wirklich nicht vorbereitet. Dann haben wir in kurzer Zeit die Firma Job groß gemacht. Das erste Parfum war skyrocking, kann ich nur nicht anders sagen.
Wir machten 120 Millionen im ersten Jahr. Mhm. Das nur mit der Flasche, die ich zusammen mit Peter Schmidt entworfen hatte, und meinem Porträt, was Herr Britz gemacht hatte. Dieses Foto übrigens war weder geschminkt noch retuschiert. Ich guckte zu, als er shootete, die Kampagne. Guckte zu. Ich sollte noch fotografiert werden, das war am nächsten Tag, mit Make-up und gutem Licht. Und das haben wir aber nicht genommen. Mhm. Und ich finde ja heute noch faszinierend, dass ein Männergesicht für ein Frauenparfum wirbt. Eigentlich logisch, oder? Warum muss ich Charlize Theron sehen? Die will ich doch nicht sehen, wenn ich Sekretärin bin und mir ein Abenteuer hinter die Ohren tupfen will. Ich hätte gerne Gerard Butler dann vielleicht oder so. Aber macht das was mit Ihnen, wenn Sie heute diesen Schriftzug irgendwas sehen? Oder ist ich, das bin, ich bin sehr stolz. Ja? Es kommen Leute auf mich zu und sagen, ich schlafe so gut in Ihrem Bett. Dann sage ich nicht, dass es nicht von mir sei. Dann sage ich, oh, das sind Sie ja die Ersten. Ich habe nicht so gut geschlafen letzte Nacht. Also was sage ich dann? Also Sie kokettieren dann doch damit? Ich kokettiere damit, ja. Sie korrigieren auch niemanden? Meiner Popularität. Dass also taumelnde Schülerinnen in Gruppen auftauchen, sie wollen ins Selfie, aber das iPhone fällt ihnen aus der Hand und es gibt dann diese ganzen Schreckminuten, die erst überstanden werden müssen, gemeinsam, bis dann die Väter eingreifen und helfen. Auch das ist mir nicht lästig, denn all die haben mir geholfen, der zu werden, der ich bin. All die haben mir dieses Leben gegönnt, gemacht, was ich führen durfte. 1970 haben Sie einen Modewettbewerb gewonnen, drei Preise gewonnen, Modezeitschrift Constanze. Und 68. Und da hat diese Laufbahn als Modedesigner begonnen. Was würden Sie denn heute aus Ihrer Sicht diesem 26-jährigen Künstler sagen, raten oder mit auf den Weg geben? Na nun, damals wollte ich überhaupt keinen Rat befolgen. Schon auch nicht den der Professoren. Wenn ich jetzt mir noch mal raten würde, geh schneller. Denn was hätte ich werden sollen in Braunschweig? Irgendein Künstler, der Blumenbilder malt? Oder das, was mein Vater vorhatte, Pädagogik zu studieren, was ich dann auch unwillig tat? Und aus mir wäre ein Zeichenlehrer geworden. Einer, der keine Galerien je gesehen hätte, höchstens als Besucher. Denn die Spießigkeit fällt nicht von dir ab. In so einer Stadt, die dich spießig halten will. Wenn du dazugehören willst, musst du deren Regeln leben. Und wir haben einfach alle Regeln gebrochen und sind gegangen. Aber was ich ihm raten würde, Betriebswirtschaft auf jeden Fall zu belegen. Weil, das hat Karl Lagerfeld sehr richtig und auch sehr zynisch gesagt, Kreativität ist keine Krankheit. Darauf kannst du dich nicht ausruhen, mit Kopfschmerzen und so weiter. Und da kommt auch keine Krankenschwester, nicht wahr? Das habe ich mir sehr zu Herzen genommen, manchmal etwas spät. Weil was mich interessieren würde, man braucht ja für den künstlerischen Prozess eine gewisse Offenheit, die man sich bewahren muss, eine gewisse Sensibilität und auch Verletzlichkeit. Und auf der anderen Seite ist das Business ja von einer Härte, wo man eine Abgebrühtheit braucht. Wie geht man also mit heute, dieser... Also heute ist es fast unmöglich, für mich quasi ein Nachfolger in diesem Land zu finden. Es wird keine Gesander mehr geben, es wird kein Helmut Lang mehr geben. Es war unsere Zeit. Es war eine Zeit, wo es Platz für uns gab, wo es möglich war, auf einmal, dass aus österreichischen oder deutschen Ländern ein Parfum entstand. Das war klassischerweise kam es aus Paris. Und es war ein Erfolg. Eine Armani-Jeans kam aus Milano, aber die Job-Jeans hat die Armani-Jeans verdrängt. Und das war so phänomenal, dass ich auch sehr schnell mich an diese Art von Erfolg gewöhnte. Es fängt dann an, wenn du bestimmte Umsatzgrößen auch halten musst, um den Betrieb zu füttern und zu ernähren und mitzumachen, dann kostet dich das sehr viel Geld. Oder es kostet dich deine Freiheit. Denn ein Alexander McQueen, ein Galliano, all die Kollegen, die ja nach kurzer Zeit zusammenbrachen, den Druck nicht mehr aushielten, der Raf Simon 20 Millionen Dollar Honorar bei Calvin Klein und er hielt es nicht durch. Aber er hat dann auch in meinen Augen den Verstand verloren. Ich kann nicht Christiane F. auf ein T-Shirt schreiben. Also diese Obszönität, die sich auch ein
Demna-Gvaya erlaubt bei Vêtements und bei Balenciaga, mhm, ist sehr unsere Zeit. Mhm. Aber ist unsere Zeit okay? Mhm. Hm? Ich glaube nicht. Und deswegen sieht auch unser Verhalten und unsere Mode so, mhm, aus, wie die Kunst aussieht, verstörerisch. Und manchmal ist es dann auch nur noch der Preis, der es legalisiert. Ein T-Shirt, wo Christiane F. draufsteht, was $400 kostet, ist in sich schon crazy. Ja, oder? Ist zynisch auch ein bisschen. Zynisch, mhm, ja. Sie schreiben in Ihrem Buch Undressed, man lernt die Figur, die man sich mit der Zeit erschafft, ins vermiente Feld zu schicken und bringt das scheue Ich in Sicherheit. Ja, wer hat das so perfekt gemacht? Karl Lagerfeld. Perfekt. Diese Figur, die da im Kreis ging, auf diese Monster schauen, er hat etwas verstanden. Es ist Trash. Er hat die Marke vertrashed und unsere Welt ist Trash. Ich fragte mich, so wie man sich heute bei Amazon fragt, wo bleiben diese Kleider? Denn ich kannte niemanden, der diese Tweedröcke und Tweedkleider trägt. Niemand. Gerade in den USA, wo ich gerade in L.A. sehr oft war, hat doch die Frau um die 30 oder 40, die das Geld hat, vor nichts mehr Angst, als vor einem Tweedrock, der fett macht. Ne? Denn etwas, das fett macht, ist genauso schlimm wie etwas, das alt macht. Denn Jugend ist sich selbst genug. Jugend, der Jugend steht ein weißes T-Shirt am besten. Die Jugend braucht keine Designer. Wirklich nicht. Die machen das schon selber. Und die Jugend ist der beste Designer. Aber Karl Lagerfeld hat das gemacht. Er hat diese Kunstfigur, diese stilisierte Figur, mhm, da in dieses vermiente Feld geschickt, wo diese ganzen, ich will mal sagen, das korrupte Publikum sitzt, das heute alles wunderbar findet und morgen tötet es dich. So wie es Alexander McQueen gegangen ist. Er hat sie gehasst, die er bediente. An dem Hass ist er praktisch zugrunde gegangen. Es ist äußerst konfliktreich, du selber zu sein. Mhm. Es ist schon gut, sich, wie gesagt, eine Schlangenhaut oder vielmehr eine Drachenhaut zuzulegen wie Siegfried. Und Blonde Siegfried verschwindet dann und führt sein eigenes Leben. Ich habe das in gewisser Weise viel dosierter auch gemacht. Mhm. Denn ich hatte davor keine Angst. Eine Susanne hat ein Bild von sich gegeben, wir kannten alle nur diese eine. Und, Sie meinen keine Angst, sich zu zeigen? Oder? Ja, ich hatte keine Angst, mich zu zeigen. Ich hatte keine Angst, Fehler zu machen. Und ich hatte auch keine Angst, irgendeiner Norm nicht zu entsprechen. Und eins kann ich, und das ist sehr modisch zu sagen und sehr wahr, eins sollte man bei der Mode nicht versuchen, sie zu erziehen und sie nach Verantwortung zu fragen. Mode an sich ist vom Charakter verantwortungslos und deswegen liebt man sie. Was ich ja sehr spannend finde, ist, dass das Wort Anziehen ja zwei Bedeutungen hat. Einerseits natürlich den Vorgang des Anziehens, aber dann auch dieses Feinstoffliche, das mit Ausstrahlung und Sexappeal zu tun hat. Ja, ist aber nur im Deutschen so. Aber was finden Sie denn anziehend? Ich finde Sie zum Beispiel sehr anziehend. Also ein bisschen, das ist auch ganz genau. Ja? Das war nicht der Hintergrund der Frage. Also. Ach, aber Frauen stellen das auch gerne. Also Interviewpartnerinnen fangen sehr gern mit der Frage an, was ist schon so der Typ gerade im Moment, den sie gut finden. Und meistens habe ich sie genau beschrieben. Sie in der Mitte drin auf. jetzt muss ich etwas ganz Uncharmantes fragen. Sie feiern ja im November einen Geburtstag. Ja, jeden November leider. Jeden November und ich glaube im November ist es der 75., wenn ich richtig recherchiert habe. Hat diese Zahl eine Bedeutung für Sie? Ja, ich muss sagen, seit 50 finde ich jede Zahl eklig. Davon abgesehen. Aber ich habe gerade im Stern gelesen über einen Altersforscher, der ist 57 und hat einen langen roten Bart und erzählt natürlich, dass die Summe des Alters, das Alter an sich, das Phänomen Alter, die Summe der nicht reparierfähigen Zellen ist. Also du bist so gedamaged so oft, dass du dich davon nicht erholen kannst. Okay. Also gesundes Leben würde da eben helfen, diese Damages zu vermeiden. Also ich habe keine Damages vermieden. Es hat mir auch viel Spaß gemacht, sie mit vielen Leuten und viel Hallo zur rechten Zeit ausprobiert zu haben. Aber natürlich waren die Zeiten besser, die Drogen waren besser und alles war immer besser.
Aber ich finde, im Gegensatz dazu entdecke ich, dass das Alte mit mir sehr gut umgeht. Denn ob ein Anzug oder eine Bluse gute Qualität hat, sieht man daran, wie schlecht du damit umgehen darfst, nicht wahr? Und ich fühle mich total unvernünftig. Esse nur das, was mir Spaß macht. Und esse nachts auch Schokolade, damit ich ins Schlaf komme. Sehr sympathisch. Habe alle Haare und sind auch die Farbe ist die eigene. Mir fehlt auch kein Zahn. Und meine Konfektionsgröße ist komplett die gleiche geblieben. Mhm. Also diesen Spaß könnte ich ja mir nicht erlauben. Unser lieber Maskenbildner steht gerade auf, weil er wahrscheinlich die Frisur checken will. Passt alles, Patrick? Ja. Das müssen wir jetzt korrigieren. Also die Haare, sehr schön. Frisur, vielen Dank. Die Frisur bleibt bei mir nie dieselbe. Sie sind aufgewachsen in Bornstedt, in Potsdam. Heute sind wir auch in Bornstedt. Würden Sie sagen, ist die Zeit der Kindheit, ist das nah in Ihren Empfinden? Ja. Ist das weit weg? Wie empfinden Sie es? Nein, sehr nah. Ja? Wenn ich meine Enkelkinder, die Gott sei Dank hier gegenüber wohnen, drei jedenfalls, sehe, dann denke ich, okay, ihr seid so anders, ihr könnt mit dem Computer besser umgehen und mit dem Handy als ich. Wenn es irgendwie klemmt, dann gehe ich zu Fritz, der ist 8, der macht das dann schon. Aber natürlich weiß ich auch um die ängstliche Kinderseele, die sich so schnell verläuft. Und ich denke auch daran, wie schmerzhaft es für mich war und prägend auch, dass ich diesen Ort und die Großfamilie verlassen musste. Mhm. Und mein allererstes Erlebnis ist, was ich sehr viel später erfuhr, ich komme aus dem Krankenhaus mit meiner Mutter. Alle waren im Luftschutzkeller gewesen. Ich hatte Bronchitis. Meine Mutter hielt ein fiebriges Kind in der Hand. Als sie hier ankam, der ganze Hof war voll von Wagen. Und auf dem einen Wagen saß eine Mutter mit Zwillingen, die erfroren waren. Es war ein harter Winter. Und die Tante Elli aus West-Berlin sagte immer, ich brauche einen Passierkarton. Und jemand sagt, was suchst du denn? Und was willst du damit? Ich muss doch die Zwillinge beerdigen, bevor die Erde hart ist. Sie fand keinen Passierkarton. Inzwischen wurde mir eine kleine Badewanne eingelassen mit warmem Wasser, auf dem Herd warm gemacht. Und Tante Ellen haben die Babys und Schwestern ins Wasser. Und sie kam wieder zu sich. Und ja, dieses Teilen können, habe ich, glaube ich, da früh gelernt. Und ich glaube, ein Einzelkind zu sein, denkt man ja oft, dass man so verwöhnt und exzentrisch wird. Das kann ich auch sein, dieses Kind. Aber ich bin auch das Kind, das gerne teilt. Würden Sie sagen, gibt es ein Leben nach dem Leben? Ich glaube an die schwarzen Löcher, an die Existenz von den Dingen, die wir uns nicht vorstellen können. Also da bin ich wie Kant, der gesagt hat, und damit hat er die Kirche beleidigt. Wir können uns etwas nicht vorstellen, was nicht vorstellbar ist. Man muss es halt lassen. Aber es kann etwas sein, was nicht sein kann. All das ist meine Religion. Und ich glaube, wie gesagt, in den schwarzen Löchern, dass es diese Staubsauger dort im Universum gibt, die einfach alles wegziehen, alles aufräumen, weg. Und das finde ich eine wunderbare Idee, dass das alles hier, was so leidet auch schon, dieser Planet leidet, irgendwann vielleicht auch einfach weg und neu woanders entsteht. Lieber Herr Job, was wünsche ich Ihnen? Ich wünsche mir einfach Gesundheit und dass ich die Dinge fertig kriege, die ich angefangen habe. Und ich wünsche mir auch, dass dieser Ort bestehen bleibt für andere. Dann wünsche ich Ihnen Gesundheit und dass Sie alles so fertig kriegen, was Sie begonnen haben und dass hier alles so bleibt und bedanke mich sehr fürs Gespräch. Iss den Teller auf und wie hieß es, und mach deine Zeichnung zu Ende. So hieß es schon, denn ich neigte schon zur Unordnung. Vielen Dank. Bitte.